Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft Deck 6. Dieses Mal zusammen mit dem Basti. Was geht? Hallo. Morgen. Was geht ab? Morgen. Dass du mal nicht streamst, ist aber auch krass eigentlich. Ja, ganz komisch. Ganz seltsame Dinge passieren hier. Okay, wir haben uns heute hier versammelt, um diese Rakete steigen zu lassen. Das war's mit der Folge. Nein, Quatsch. Wir gucken uns heute deine Base an, die ja schon echt krass ist. Und das oben ist noch nicht mal alles. Nö, tatsächlich nicht. Okay, ist dir nicht aufgefallen? Ja. Ist dir aufgefallen, dass ich mir in letzter Zeit immer mehr Raketen von dir geklaut habe? Nee, also, hast du mir Raketen von mir geklaut? Nee, hab ich nicht. Achso, okay, dann ist gut. Du. Puh. Ich dachte jetzt schon, du hättest Raketen von mir geklaut. Okay, ich dachte, es hört auf zu regnen, aber leider nein. Also ich glaube, du kennst dich ja schon ein bisschen aus so, aber ja. die Leute meine, nicht vielleicht. Meine Intention war hauptsächlich dabei, dass ich mich ein wenig in das Pilz-Theme verliebt habe, beziehungsweise das, durchweg hier langbauen wollte anhand meiner wunderbaren Pilze. Die Brücke haben wir ja noch zusammengebaut, das kennst du ja. Also, genau. Das ist komisch. Ja. Das kennst du. Aber ja. Was ist denn da rechts hier, wenn wir schon hier lang gehen? Ja, das ist aktuell mein neues Projekt, was ich momentan baue. Okay, möchtest du es dann zum Schluss zeigen, oder? Jetzt? Ich weiß nicht, hast du eine bestimmte Gliederung, die wir durchgehen wollen? Eine Gliederung. Okay, pass auf, erstmal ist ein Zombie hinter dir. Okay, vielen Dank fürs Retten. Nee, dann können wir das ja kurz zeigen, weil an sich ist es ja hier so ein bisschen so pilzmäßig mit weißem Glas und stuff. Und dann ist hier der Übergang, wo es immer mehr weißes Glas so wird und langsam wird es ein bisschen eisig und die blauen Töne Glas, verstärken sich. Und dann kommt hier so eine Schnee-Eisinsel und bei der sitze ich gerade noch. Hier war sehr cool schon mal. Hier soll ein Eispilz hinkommen, aber da fehlen mir momentan die Eisblöcke. Und irgendwie, also hast du irgendwo ein Stacked Eisbiom? Also ich weiß gar nicht, wie die heißen. Bark hat mal eins gefunden. Ich habe auch mal eins gefunden, wo ich Ewigkeiten rumgetravelt bin, aber ich weiß nicht mehr, wo das ist. Und jetzt habe ich mir nur so ein, billiges Biom, wo so ein paar, so eine Schneetundra, wo nur so leicht ein bisschen was gefroren ist und dann muss ich da stundenlang immer Eis fahren. Aber ich habe, glaube ich, auch mal eins gefunden. Ich muss mal gucken, ob ich noch Screenshots davon habe. Ja. Finde ich auch gut, dass du das Licht hier unter Teppichen versteckt hast. Ja, das ist leider schmelzen ja die Dings, Schneedinger weg. Ja. Das habe ich herausgefunden. Aber ja. Das stimmt, ja. Ansonsten kann ich dir nochmal ganz kurz zeigen, wem diese wunderbare Eisinsel gehört. Und zwar ist es hier der gute Papito, der hier noch ein paar Tage schon warten muss, bis seine Insel ready ist. Aber er fühlt sich, glaube ich, auch noch ganz wohl hier im, Ja, Papito, du musst noch ein bisschen warten, okay? Okay, er ist nicht zufrieden, aber ich glaube, es ist okay. Ja, also ansonsten hat man ja aus der Entfernung gesehen, dass die zwei großen Pilze, die sind, glaube ich, relativ schwer zu übersehen. In den roten kann man auch... Ach lol, die habe ich vorher nie gesehen. Also in den roten kann man auch reingehen, rein theoretisch, das könnten wir machen, aber da ist echt nicht viel zu sehen, weil da echt wirklich nichts drin ist. Mhm. Und ansonsten in den braunen ist halt auch ausgeleuchtet und könnte man auch an sich halt reingehen, aber ist halt oben auch noch nichts. Ich habe gedacht, vielleicht irgendwann mal so ein Kisten-Stuff reinmachen, aber werde ich wahrscheinlich nie machen. Mhm. Sind halt einfach nur größere Deko-Objekte. Aber sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das ist sehr nett von dir. Und ansonsten ist hier ein sehr intelligent gelöster Eingang, finde ich. Da hat sich jemand was bei gedacht, muss ich sagen. Habe ich mir auf jeden Fall mal was einfallen lassen, sagen wir mal. das ist hier an sich, somit habe ich gestartet, das ist meine Base so vom Dings, schön mit Obby gebaut. Hast du nicht damals Gravel drin? Ja, ich habe mal ein bisschen rotiert. Das war so einfach mal zur Feier des Tages und das ist an sich relativ kurz. Aber warst aber mittlerweile auch schon im End hier, ne, mit den Schluckerboxen? Ja, tatsächlich, die wurden mir geschenkt, aber im End war ich auch noch, da war ich mit dir zusammen übrigens. Ja, nee, ich meine im zweiten End da. Ja, okay. Da war ich nicht mal, aber... Doch, da war ich, um kurz ein Achievement zu holen. Und zwar, ich habe letztens das Achievement geholt mit den 40 Biomen. Ich habe das jetzt geknackt. Ach, sehr geil. Und das Letzte, was gefehlt hat, war Dings hier. Wie heißt denn das? Extended Snow Tundra oder so. Irgendwas, war ein spektakulärer Moment. Sehr cool. Ansonsten hier spektakuläres Kistensystem. Ein Kuchen noch. Ja, der ist schon vielleicht ein bisschen alt, aber... Ansonsten, riecht auch nicht mehr so gut. Das vielleicht ja, ansonsten, ich muss mich mal wirklich irgendwann mal drum kümmern, hier die Kisten mal ein bisschen zu sortieren und stuff, aber... Also hast du hier dein automatisches Anvil-System noch? Ey, ganz ehrlich, das muss ich dir... Ich bin schon nach oben gegangen, ich komme nochmal zurück, weil... Du hast es mir ja schon mal gezeigt, so, aber die Leute kennst du nicht. Die kennen doch das alte, wo man den unteren abbaut und der nächste danach fällt. Ja, das du war ja... Du hast ein bisschen also, übertrieben jetzt. Also ich will ja nicht angeben so an sich, weißt du, das ist ja überhaupt nicht meine Masche. Aber ich habe ja einfach, man kennt ja das Problem, wenn man halt einfach
ne, du bist den ganzen Tag am Anvil und dann geht der einfach kaputt. So, das hat man ja auch. Man kennt es immer. Und sollte man jetzt halt den sozusagen verbrauchen und der geht kaputt. Also, ich will nur mal sagen, was Praktisches kann man, also das ist halt... Das ist schon sehr geil, muss ich sagen. Das ist schon sehr eine smoothe Sache, die hier passiert. Auf jeden Fall. Also, eine Rakete für dich. Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir sehr wichtig. Das ist sehr praktisch, weil ich auf jeden Fall auch schnell Anvils verbrauche. Ja, klar. Man kennt's wer nicht. Ne? Also ein Anvil a day keeps the doctor away. Ne? Ganz ja, klar, die Kisten sortieren zum Beispiel ist vielleicht gar nicht so wichtig. Da ist lieber die Anvil-Farm wichtiger. Ja, das stimmt. Da stimme ich dir 100% zu. War das da in der Ecke? Ah, das ist der Versorgungstisch. Oh. Ja, das... Halbes Herz, würde ich sagen. War auf jeden Fall ein gutes Timing. War das wirklich ein halbes? Ich habe wirklich noch ein halbes Herz gehabt. Schöne Scheiße hier. Oh Mann. Mann, ist das ein Stress jetzt hier. Also. Okay, also wir sehen auch die neueste Veränderung in deiner Base. Hier hast du noch einen Teich gebaut, einen kleinen. Ja, so, ich wollte das mal ein bisschen... Einfach mal ein kleines Zeichen... Oh nein, die Suppe! Guck mal hinter dir. Nein, die Suppe ist kaputt. Geh mal weg hier. So. Oh. ja, also als Zeichen meines guten Willens bekommst du hier aber auch Licht. Danke dir. Bitte, kein Problem, immer gerne. Ja, das ist ja auf jeden Fall eine angebissene Suppe. Unsere Pilze sind auch komplett kaputt. Nein, oh mein. Jetzt machst du aber auch langsam Feinde hier, ne? Also. Ja, der Creeper. Der war auf jeden Fall ein Feind von mir. Ey, okay, also hier auf dem Dach gibt es jedenfalls nichts zu sehen. Guck mal, das habe ich dich noch nie gefragt. Wie ist denn eigentlich deine Meinung zu meinem wunderbaren Beacon um runden Strahl? Das sieht doch schon irgendwie an sich ganz hübsch aus. Den finde ich sehr geil. Ich hatte noch eine Idee. Und zwar könntest du innerhalb des Beacon-Strahls sondern Glaspanes verstecken. Die sieht man dann nicht, weil die halt nur ein dick sind. Aber so könntest du den Beacon, während der hochgeht, immer wieder lila und dann pink färben. Oh, so abwechselnd. Stimmt, genau. Ist eine gute Idee. Aber... Ja, ich fand, das sieht eigentlich ganz nice aus. Vor allem die Farben sind so halt nochmal so dieses Myzel-farbenmäßig und so. Finde ich eigentlich ganz cool. Und guck mal, wenn du zum Beispiel hier unten guckst, dann reißt dieser Beacon-Strahl auch ein bisschen diese Insel mit auf. Also hier sind zum Beispiel die Myzel-Blöcke ein bisschen aufgelöst und so. Finde ich eigentlich ganz cool. Das stimmt, das ist geil. Ah ja. Du hast ja davon irgendwie, oder? Aber wobei, du wirst es eh eleganter machen. Ja. Wenn man nämlich hier einmal runterdroppt, das war anfangs so gedacht, dass sozusagen die große Myzel-Insel da aus dem Boden ja ausgehoben wurde und habe ich am Anfang nur einen dicken Krater hier gebaut. Und dann habe ich mir gedacht, ein dicker Krater ist vielleicht ein bisschen langweilig so. Und dann habe ich gesagt, baue ich hier halt einen Stronghold hin. Und, das ist ein Creeper, ne? Ich wollte es nur sagen. Okay, ja, gut, dass du mich warnst, aber das sind mehrere sogar. Das ist hier auf jeden Fall mein Stronghold an sich. Und guck mal, das hast du auch noch nicht gesehen, hier mit meinem nicen Boden. Nee, das sind eigentlich ganz nice. Das ist geil. Das sind 9 Schichten Glas. Das erinnert mich sehr stark an meine Schicht Glas aus Craftwerk 5. Du, ich sag's dir ganz ehrlich, das haben mir Zuschauer gesagt, ich hab mir nichts abgeguckt. Also ich wollte nur sagen. Nö, alles cool. Aber, ich bin ein großer Vertreter der Meinung, dass zwei Personen separat voneinander auf dieselbe Idee kommen können. Okay, das ist gut. Ansonsten, ich will hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr was mit Mindchef machen, dass das vielleicht auch noch größer wird. Alter, hier ist ja ein Knochen drin. Ja, das hat sich letztens verschoben, das scheiß Ding hier. Aber das muss alles schöner gemacht werden. Generell stehen hier überall Kisten rum, was mir auch noch ein bisschen... Weil das ganze Kistending ist auch noch ein bisschen nervig. Dann ansonsten kann man hier in den Stronghold, wie man es kennt, da auch noch weiter runtergehen. Nice, looten wir jetzt den Stronghold in deiner Folge. Können wir gerne machen, wir können auch direkt ans End gehen. Das werden wir eh gleich noch machen. Aber hier habe ich auch noch nicht weiter gemacht, aber hier soll noch eine Bibliothek werden. Und dann soll es noch alles ein bisschen mehr verschachtelt werden und so. Also Zuckerrohr habe ich genug, aber mir fehlt jetzt noch an Leder für die Bücher. Okay, alles klar. Gutes Dingen. Cooles Teil. Und wie du ja sicher weißt, gehört zu einem Stronghold auch das Endportal. Und da können wir ja auch nochmal hingehen. Ich bin schon unterwegs nach oben. Du bist schon gespannt, wie das aussehen wird. Ja, total. Ja, ja. Okay, Leute, ich kenne das schon, aber ihr kennt es noch nicht. Deswegen zeige ich es jetzt mal. Und das ist halt, ich kann schon mal spoilern, ist halt wirklich geil. Also an sich, erstmal kann man leider diese Portalblöcke kann man ja leider nicht abbauen oder irgendwie transportieren, deswegen... Hast du jetzt die billige Version genommen? Ja, ist halt wirklich... Aber ja, also auf jeden Fall, man denkt ja erstmal, Lava ist ja was Gefährliches, aber ich muss dir sagen, manchmal muss ein bisschen Mut dazugehören, dann geht man einfach in die Lava rein und lässt sich fallen und man ist plötzlich durch das Portal ins End gekommen. Cool, ich habe nur 7,5 Herzen Schaden genommen.
Ja, du musst natürlich hier auch, ne? Auf die Slime-Lok, okay, ja. Ich dachte, ich könnte mit der Elytra so richtig fancy weitersliden und wäre fast gestorben. Aber die Pilzkuh, die kenne ich ja schon, die ist so geil, ey. Die Pilzdrachen. Du meinst den Enderdrachen? Pilzerdrachen. Ja, genau. Guck mal, die gehen auch, guck mal, die mögen mich auch, die kommen direkt zu mir und so. Oh fuck, hast du einen Kürbis? Eine Melone? Ah, den Kürbis, ist es schon. Pass auf einfach, ja, ist gefährlich hier. Ja, weil sonst teleportieren sich die Pilzkühe zu dir. Die Kühe noch zu dir, genau. Ja, nee, aber ich muss hier auch noch, ich ist noch nicht alles ausgeleuchtet. Ich habe hier generell halt an sich ausgeleuchtet, das kannst du dir vielleicht auch sogar fast schon denken. Ja. Mit schwarzen Teppichen auf Seelaternen. Dass man ja, das halt alles aber, nicht so. Sieht aber wirklich geil aus. Muss man mal sagen, also das ist halt wirklich so ein Riesenprojekt, auch mit der Decke alles schwarz gemacht und so. Das sieht das schon wirklich geil aus, muss man sagen. Also war auch an sich ein Riesenprojekt. Also anfangs damals, als ich das ausgehoben habe, da gab es ja auch noch keine Beacons und so. Und das war am Anfang, habe ich mir das noch normal mit FE5 einfach nur so vorgenommen. Aber dann kamen die ganzen Explosionen und so und dann ging das schon. Aber was du dann alles an, dann alles noch irgendwie begradigen und alles so aufkramt, das war wirklich, ey. Ja, das glaube ich dir. Also, viele haben ja auch gesagt, dass Wolle dumm ist, weil es halt locker anfangen wird zu brennen. Das ist auch einmal fast passiert, als mir eine... Da waren wir im Stream zusammen, richtig? Da hast du noch gesagt, komm vorbei, da solltest du, da solltest du noch vorbei. Nee, das war was anderes. Da ist mir die Lava von oben, von dem Portal runtergelaufen. Oh. Da solltest du kommen, ja. Und dann musste ich richtig dicke Rettungsaktionen da zwischen Plattformen und so. Das war das. Und einmal beim Wolle platzieren, wo ich noch ein bisschen ausgehoben habe, da ist mir einmal auch ein Lavasee entgegengekommen. Konnte aber noch gestoppt werden, der Brand, glücklicherweise. Aber ansonsten wäre das ein riesen Debakel geworden. Und ja, viele haben ja gesagt, yo, bau doch mit schwarzem Concrete und so. Habe ich mir auch gedacht, ja, wahrscheinlich baue ich hier mit schwarzem Concrete. Also da wäre ich jetzt noch nicht fertig. Ich glaube, das hätte von der Textur besser ausgesehen. Ja. Aber du wärst halt wirklich noch nicht fertig. Also du wärst auch nicht morgen fertig oder auch nicht, auch nicht nächstes Jahr. Also das ist halt wirklich stressig, weil vor allem die Tintenfische-Dinger da, das ist, also... Nee, die kannst du echt, das kannst du vergessen. Das dauert so lange. Es sei denn, du baust dir eine Tintenfischfarm, dann geht's wieder rum. Aber trotzdem musst du ja super viel Sand und Gravel farmen. Ja, also, weiß nicht. Geht schon alles. Aber ich bin froh, dass ich jetzt das einfach so gemacht habe mit schwarzer Wolle, weil schwarze Wolle geht halt mit der größeren Schaffarm, wo wir jetzt mal hingehen können. Ist auch voll automatisiert natürlich. alles ein bisschen schon einfacher an sich. Ja, ich kenne das ja. Ich hab selber in Craftstack 5 ein Riesenprojekt mit Wolle gehabt. Und ich habe mein Kanal-Logo mit Wolle nachgebaut, sodass ich auch so eine Minecraft-Map hatte, ne? Dass ich mein Logo überall hinballern konnte. Zu dem Zeitpunkt hat leider niemand mehr gespielt, blöd gelaufen, aber ich hatte auch sowas hier in der Richtung. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte anfangs nur schwarze Schafe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es haben sich ein paar andere Leute jetzt noch ab und zu ein paar Schafe hier verfärbt und so. Mhm. Aber ist immer wieder interessant zu... es ist gemein. Nein, aber ich fand es so interessant, dass auf einmal hier so ein paar rote und so noch drin waren, aber... So, du guckst eine Minute nicht hin, plötzlich ein paar rote Schafe dabei. Ja, aber die fühlen sich auf jeden Fall wohl hier. Und hier ist der Ausgang von deinem End. Hier könntest du auch noch irgendwas bauen, so ein Ausgang. Ja, das muss halt, das sind noch die unfertigen Sachen von dem Projekt. Aber prinzipiell wollte ich erstmal kurz nochmal vorher was anderes machen, weil ich konnte langsam schwarze Wolle und das ganze Ding konnte ich dann auch irgendwie nicht mehr sehen. Ich kann nicht verstehen, warum. Ja. Nee, aber im Großen und Ganzen, ich muss überlegen, ist es, habe ich noch irgendwas? Also... Ich hab keine Ahnung. Also das, was du mir jetzt gerade gezeigt hast, kenne ich jetzt. Und kann ich auch vorher schon alles? Also nicht alles. Aber mehr kenne ich auch nicht von dir. Also wenn du noch was hast, dann ist Geheimnis. Ich muss gerade selber überlegen. Nee, an sich, das war eigentlich alles soweit. Also ist ja auch eine Menge, ne? Ich würde es jetzt nicht runterreden. Es ist auf jeden Fall eine Menge. Es ist auf jeden Fall einiges. So ein ganzes End nachzubauen, das macht man nicht in 5 Minuten. Nein, da brauchen wir schon so 6 oder 7. Ja. So. Muss man sagen, aber du machst in letzter Zeit aber auch so viele Sachen. Ich krieg gar nicht mehr mit, was du hier alles baust. Ich gehe bei dir irgendwie runter und es sieht immer alles anders aus, wenn ich irgendwas klauen will bei dir. Klaust du öfter? Ich muss mal Überwachungskameras installieren. Ich zeig dir jetzt mal nach der Folge, was ich alles gemacht habe. Aber wir beenden die Folge jetzt an dieser Stelle, weil meine Base kennen die Leute. Und ich würde sagen, Leute, schau auf jeden Fall mal beim Basti vorbei. Der macht zwar nicht viele Craft-Attack-Folgen, aber wenn er welche macht, sind die auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Gucke ich selber auch. Die einzigen Craft-Attack-Folgen, die ich tatsächlich gucke. Oh, als ob, wirklich? Aber ich krieg viel zu wenig Screentime. Da muss ich mal bemängeln. Leute, schaut trotzdem vorbei. Achso, ja, da war ja was. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Craftstack. Die kommt dann wieder morgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.